Die Narzisstenbeziehung gehen oder auf ein Wunder hoffen. Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und so quält sich der Partner eines Narzissten durch eine Beziehung, die keine ist, nie eine war. Jedenfalls keine, die auf Wahrhaftigkeit, Respekt und gefühlvollem Umgang miteinander beruht. Und so wird der empathische Mensch in diesem Partnership gnadenlos emotional missbraucht. Seine Freude am Leben nimmt zusehends ab, von Glück und Heiterkeit keine Spur mehr, je länger die toxische Beziehung andauert. Und dennoch, der Narzisst kann nahezu alles machen, was er will. Selbst Lug und Betrug lassen ihm dessen Partner unter Schmerzen meist durchgehen. Deren Leid berührt ihn nicht. Er ist nicht gerade ein Großmeister in Sachen Empathie und seiner Ansicht nach haben es sich dessen Partner selbst zuzuschreiben, wenn sie seelisch und körperlich unter seinem Einfluss leiden. Was heißt da leiden? So schlimm kann es ja nicht sein, mag er denken. Dann würden sie ja gehen. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, bitte ich dich wie immer um dein Like, Abo dieses Kanals. Es hilft bei der Verbreitung des Videos und könnte anderen Menschen helfen, Narzissmus zu erkennen und somit möglichen Schaden durch narzisstischen Missbrauch von sich abzuwenden. Vielen Dank. Gehen. Ja, leichter gesagt als getan. Wer je im Trauma-Bonding eines Narzissten feststeckte, der weiß, wovon ich spreche. Und auch nur der kann verstehen, wie schwer es sein kann, sich von solch einem missbräuchlichen Menschen zu trennen. Eines sollte man jedoch immer bedenken, wenn man sich dem permanenten Partnership mit dem Narzissten aussetzt. Dessen Manipulationen und Psychofoltermethoden können nicht nur psychische Schäden, sondern auch physische Schäden nach sich ziehen. Wenn man also folgende und viele weitere andere auch Anzeichen in der Beziehung bemerkt, dann ist es wahrlich an der Zeit, die Reißleine zu ziehen. Wenn man das Gefühl hat, permanent gemaßregelt zu werden und glaubt, bei jeder Konversation wie auf Eierschalen gehen zu müssen, nur um diesen Menschen nicht durch Kritik zum Ausrasten zu bringen. Wenn die Lebensfreude verschwindet und das Bauchgefühl in dessen Umgebung nur noch schlecht ist. Wenn man glaubt, in dessen Umgebung in puncto Gefühlskälte wie neben einem Kühlschrank zu stehen. Wenn man ihm immer zur Verfügung stehen muss, wann immer er es möchte. Er seinerseits aber nur Zeit für den Partner hat, wenn es ihm passt. Wenn es zu andauernden emotionalen Erpressungen kommt. Wenn er beständig Regeln aufstellt, ohne sich selbst daran zu halten, diese aber streng kontrolliert. Wenn er seinen Partner versucht, von Freunden und Bekannten zu isolieren, ja selbst von der eigenen Familie. Dahinter steckt übrigens Methode, nämlich die, dass man am Ende nur noch ihn hat und auf ihn angewiesen ist, wenn er nie auf die Gefühle oder Interessen des Partners eingeht. Wenn Psychomanipulation wie Silent Treatment und Gaslighting an der Tagesordnung stehen und wenn sehr oft sarkastische Witze über den Partner des Narzissten gemacht werden, um diesen zu erniedrigen. Wenn man sich selbst eigentlich wertlos und schuld an allem fühlt. Wenn der eigene Selbstwert spürbar auf Null sinkt. Wenn man immer Angst hat, etwas zu tun, was dem Narzissten nicht gefällt. Wenn Null Wertschätzung in der Beziehung zurückkommt. Und immer nur er Bewunderung
haben möchte. Wenn man sich wie der Sündenbock für alles vorkommt und in Gesprächen alles gegen einen verwendet wird. Wenn Fremdgeherei und Lügen auf der Tagesordnung stehen. Wenn er lacht, wenn man selbst weint. Wenn man sich nur noch freuen kann, wenn man alleine ist, wenn man sich daran erinnert, wie schön es ohne ihn war, wenn kein Vertrauen mehr vorhanden ist, wenn man keine Freunde mehr hat und Freude an Intimitäten mit ihm. Das sind nur einige Punkte, die für eine sofortige Trennung sprechen, bevor man ernsthaft erkranken kann. Der Körper reagiert mit Cortisol auf diesen Partner-Shit, ein Stresshormon. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Menge im Körper eines Menschen in einer missbräuchlichen Beziehung beim 40- bis 80-fachen einer normalen Dosis liegen kann. Auf Dauer ist das extrem gesundheitsgefährdend. Opfer narzisstischen Missbrauchs können ein Lied davon singen. Man sollte sich wirklich fragen, warum man sich dies alles antut. Es kann helfen, sich eine Negativliste dieser Beziehung anzufertigen. Und wenn man trotz aller Fakten immer noch zweifelt, ob es nicht besser wäre, diese Beziehungstragödie zu beenden, dann sollte man sich fragen, will ich das die nächsten Jahre wirklich so weiterhaben? Will ich meine restlichen Lebensjahre an der Seite eines Lügners, Betrügers, manipulativen Fremdgehers und emotionalen Missbrauchers verschwenden? Was liebe ich daran? Nichts. Was brauche ich davon? Nichts. Warum bin ich dann noch in diesem Partnership? Weil ich hoffe, der liebevolle Mensch aus der Anfangszeit kommt zurück. Aber das kann ich dir versprechen, das wird niemals geschehen bei einem Narzissten. Er ist Meister im Täuschen und Manipulieren. Die Anfangszeit, das war nicht sein wahrer Charakter. Den hast du im Laufe der Abwertungsphase nach dem Lovebombing kennengelernt. Und jetzt stehst du vor dem Scherbenhaufen deiner Beziehung. Aber nicht deines Lebens, noch nicht. Noch kannst du aussteigen. Noch stehst du vor den Trümmern deiner Beziehung. Lass dich von diesen Trümmern nicht begraben. Du kannst dir wieder etwas Neues mit einem echten Menschen aufbauen. Du hast etwas Besseres verdient als einen schlechten Clown in einem billigen Zirkus. Du bist ein wertvoller, empathischer Mensch. Ein anderer wartet irgendwo auf dich. Aber zuvor musst du diese Tragödie beenden. Für einen Narzissten ist das alles ein Spiel. Er kann nicht vorausschauen, denken. Naja, denken. Naja. Wohl das falsche Wort. Er wird dieses Trauerspiel sein ganzes Leben lang spielen, sein ganzes Leben in seinem eigenen toxischen Kreislauf gefangen sein, wie in einem Hamsterrad. Er wird im Alter verhärmt und alleine dastehen, denn er enttäuscht so viele Menschen im Laufe seines Daseins, dass am Ende niemand mehr mit ihm etwas zu tun haben will. Echte Freunde hat er ja ohnehin keine. Wenn du gehen willst, dann arbeite zunächst nicht deine Gefühle dafür unterstützend ab, sondern zuerst die Fakten. Das kann helfen. Was hat er mir angetan? Wie sehr hat er diese Beziehung irreparabel zertrümmert und mich zutiefst verletzt? Erst wenn du verstanden hast, was mit dir in dieser Beziehung geschah, wenn dein Kopf es versteht und verarbeitet hat, dann folgt das Herz. Scheue dich nicht, dir Hilfe zu suchen, falls du nicht alleine da rauskommst. Ob Freunde, Psychologen oder Coaches wie mich, du musst es nicht alleine tun und du musst dich für nichts schämen, für gar nichts.
Schämen sollten sich diese Narzissten. Aber die sind ja bereits voller Schuld und Scham. Noch mehr wollen sie nicht auf sich laden. Es könnte sie zerreißen. Aber um sich davor zu schützen, leben sie ja in ihrer Fake-Welt, in ihrer Blase, in die sie dich mit hineinziehen wollen. Tue dir das nicht länger an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.